Vor knapp 22 Jahren, da dachten wir, dass CPUs im Jahre 2022 mit 40 oder vielleicht 50 GHz takten. Und wo sind wir heute erstmals angelangt? Bei 9 GHz. Hallo Freunde der hohen Taktraten und willkommen zu einem weihnachtlichen Newsvideo. Denn ja, das ist das letzte Newsvideo vor den Feiertagen. Und so viel schon vorab, am Montag gönnt ihr mir hoffentlich mal einen Ruhetag. Da wird es am Montag nämlich keine News geben. Und so richtig weihnachtliche News, die habe ich für euch heute zwar jetzt nicht unbedingt, aber ich konnte trotzdem, glaube ich, so einiges Vernünftiges zusammentragen. Und wir starten mal heute mit den Mainboards. Okay, es wird nicht alles teurer, denn CPUs werden aktuell fast täglich günstiger. Da kann man wirklich nicht meckern. Aber Grafikkarten sind mittlerweile eigentlich ja nur noch was für Besserverdiener. Und auch Mainboards dringen in Preisregionen vor, die niemals ein Mensch zuvor gesehen hat. Z790 und X670 Boards sind mit wirklich kranken Preisen gestraft. Wer ein Board für unter 300 Euro erwischt, der hat wirklich Glück gehabt. Aber da kommen ja ein Glück noch günstigere Boards mit zum Beispiel dem B760 Chipsatz von Intel auf dem Markt. Diese werden wohl schätzungsweise im Januar aufschlagen und tja, was soll ich sagen, ebenfalls teurer werden. Denn wer glaubt, B760 Boards für deutlich unter 200 Euro zu bekommen, der hat sich mehr geirrt als Herr Monty damals mit seiner GTX 1070 Ti hier. Und dafür mussten wir bis heute büßen. Denn von diversen Asus und MSI B760 Boards sind nun erste Preise aufgetaucht, die einem jetzt nicht gerade die Freude ins Gesicht zaubern. Ein Asus Prime B760M für 228 Euro, das soll wohl ein Witz sein. Aber auch die 300 Euro Hürde ist mit einem Asus ROG Strix B760F Gaming Wi-Fi locker gerissen. 336 Euro soll das Teil aktuell auf Amazon kosten. Für den Kurs gab es vor nicht wenigen Jahren noch absolute High-End Mainboards. Zur Verteidigung muss man aber sagen, dass das B760MK D4 immerhin für 164 Euro verkauft wird. Das ist aber auch ein Spar-Mainboard vom Feinsten. Empfehlenswert sind daher wohl auch bei B760 Erstboards ab 200 Euro und das kann es einfach nicht sein. Aber wir müssen uns am Ende wohl damit abfinden. Die Inflation macht natürlich vor nichts und niemanden Halt, nur vor CPUs und vor VIP-SSD-Key natürlich mit ihren weihnachtlichen Angeboten. Ho, 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 es weihnachtet sehr und euer Weihnachtsmonty hat wieder ein paar wunderbare Geschenke für euch. Okay, eigentlich ist es mein Partner VIP-SSD-Key und Geschenke ist auch übertrieben. Aber immerhin gibt es im Christmas Sale 2022 von VIP-SSD-Key weihnachtliche Rabatte. Auf welche Produkte muss ich wohl kaum noch erwähnen. Oder? Okay, einige kennen VIP-SSD-Key wohl immer noch nicht. Also, wäre dann natürlich der Dauerbrenner Windows 10 Pro in der OEM-Version für schlanke 19,48 Euro. Das ist aber der Preis ohne Rabatt und schon sehr günstig. Zum Christmas Sale kann ich euch aber stolze 30% Rabatt mit dem Rabattcode SKDM anbieten. Dann zahlt ihr nur noch 13,64 Euro und das ist doch der Hammer, oder? Dann einfach auf Bezahlen klicken, PayPal auswählen und in wenigen Minuten habt ihr schon euren Windows 10 Pro Key in den Händen und könnt euer Windows 10 Pro aktivieren. Oder halt Windows 11, denn denkt dran, ihr könnt diesen Key problemlos auf Windows 11 upgraden und zwar völlig kostenlos. Nach der Installation einfach in die Systemeinstellung von Windows 10 gehen. Dort gibt es dann eine Aktivierungsfunktion, hier den Key eingeben und loslegen. Ohne Office kommt heute auch niemand mehr klar, daher ist ein Microsoft Office quasi Pflicht. Die 2019er Version gibt es auch hier zu einem unschlagbaren Preis von nur 59,59 Euro. Und ja, die 30% könnt ihr hier natürlich auch noch abziehen. SKDM und schwupps, das Weihnachtswunder. 41,71 Euro stehen auf der Uhr. Wer da noch Nein sagt, der ist selbst schuld. Der Christmas Sale läuft noch bis zum 5. Januar, also jetzt schon zuschlagen und am besten auch noch so ein bisschen stöbern, denn neben den vorgestellten Produkten gibt es noch viel mehr bei VIP-SSD-Key zu erwerben. Spielecodes, PlayStation-Cards und vieles mehr, stöbern lohnt sich also. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit VIP-SSD-Key. Und ja wirklich, CPUs werden quasi tagtäglich günstiger. Zweimal berichtete ich ja schon von Preisstürzen der AMD Ryzen 7000 CPUs, die ja bisher auch eindeutig zu teuer waren. Und wisst ihr was? Nun berichte ich nun ein drittes Mal davon und das zweite Mal sogar in Folge.
Denn durch einen Bericht von Videocards wurde ich auf weitere Preisreduzierungen aufmerksam. Diese sind im Euroraum zwar aktuell immer noch nicht angekommen, aber in den USA haben die Ryzen 7000 CPUs tatsächlich nochmals ein bisschen nachgegeben. Zumindest das Topmodell Ryzen 9 7950X. Denn das ist nun für unschlagbare 569 US-Dollar erhältlich, wie immer natürlich mit dem Zusatz ohne Mehrwertsteuer. Durch den immer besser darstellenden Euro-Kurs könnte daher der 7950X sicherlich auch bald bei uns unter die 600-Euro-Grenze fallen. Nur das könnte natürlich noch ein paar Tage dauern. Fakt ist aber, zu teuer sind Ryzen 7000 CPUs nun eh nicht mehr. Auch nicht im Verhältnis zu Intel. Zu schaffen machen ihnen eigentlich nur weiterhin die hohen Plattformkosten im Gegensatz zu Intel. Klar, wer DDR5 und das allerneueste Mainboard haben will, der hat diese Probleme natürlich auch bei Intel. Aber Intel bietet immer noch die alten 600er Mainboards und DDR4 Support an. Mal sehen, was AMD hier noch macht, um Interessenten von Ryzen 7000 zu überzeugen. Wisst ihr noch damals im Jahre 2000, als Intel seine Pentium 4 CPUs herausbrachte? Okay, die meisten wissen es wohl nicht mehr, viele von euch waren da höchstwahrscheinlich nicht mal geboren. Aber so alte Knacker wie ich, die waren damals schon richtig erwachsen. Pentium 4 machte die 3 GHz Marke bei CPUs jedenfalls salonfähig. Damals ging es jedes Jahr Schlag auf Schlag mit den Taktraten immer höher und seien wir ehrlich, wir alle waren auch damals davon überzeugt, dass man im Jahre 2022 mindestens 20, 30 oder 40 GHz CPUs hatte. Und was haben wir heute? Der 13900KS von Intel ist die erste Konsumenten-CPU überhaupt, die mal offiziell die 6 GHz knackte. Dafür gibt es aber halt auch Massen an Kernen und wenn man das Ganze jetzt hochrechnet, dann passt das GHz-mäßig eigentlich ja irgendwie dann doch mit dem Erwarteten überein. Nun ist aber trotzdem eine Taktschwelle durchbrochen worden, die so langsam auch mal Zeit wurde. Denn ein Intel Core i9 13900KS ist die erste CPU, die die 9 GHz Marke durchbrochen und validiert hat. Asus darf sich diese Leistung auf die Fahne schreiben und wirbt damit schon eifrig mit dem Asus ROG Maximus Z790 Apex Mainboard. Naja, das ist natürlich schön und gut, privat lässt es sich aber auf diesem Board sicherlich auch nicht besser übertakten als auf anderen High-End Mainboards. Aber nun gut, Respekt für diese Leistung des Asus ROG OC Teams. Natürlich wurden die 9 GHz jetzt nur unter niedrigsten Temperaturen von minus 249 Grad Celsius mit flüssigem Helium erreicht. Praxistauglich ist sowas natürlich nicht. Und mit dieser CPU stellt Asus dann auch gleich 14 neue Weltrekorde auf. Ob normale 13900KS-CPUs das auch schaffen, das darf übrigens bezweifelt werden, denn der hier genutzte 13900KS ist ein Engineering-Sample und sicherlich ein besonders gutes. Trotzdem toll das Ganze. Yeah, endlich 9 GHz im Jahre 2022. Kein News-Video ohne neue RTX 4000 Grafikkarten von Nvidia. Nahezu alle warten auch auf vor allem neue und vor allem günstigere Grafikkarten von Nvidia. Denn RTX 4080 und 4090 sind für die meisten schlicht unerschwinglich. Ebenso übrigens wie die mögliche RTX 4070 Ti. Aber ab einer RTX 4070 könnte es zumindest preislich mal dreistellig werden. Ja, so lächerlich das Ganze auch klingt. Vor einigen Jahren hat man für unter 1000 Euro noch die Topmodelle der 80 Ti-Reihe bekommen. Ja, das waren noch Zeiten. Und dass die 4070 kommt, das ist eigentlich so sicher wie die fallende GTX 1070 Ti in Montis Videos. Und nun gibt es auch einen ersten Eintrag bei der EEC zu RTX 4070 und auch zu 4070 Ti. Also ein weiteres Lebenszeichen zu RTX 4070, zumindest von Inno3D. Das muss jetzt übrigens alles gar nicht so viel heißen, aber immerhin ist die Karte schon mal Thema bei diversen Herstellern. Und laut diversen Gerüchten könnte sich ein Release aber trotzdem noch ewig hinziehen. Von 4060 Ti und Co. sprach man ja teilweise vom zweiten Halbjahr 2023 und das ist glaube ich noch so ein bisschen lange hin. Und da ist die Nvidia RTX 4070 Ti schon deutlich näher, denn die erscheint aller Voraussicht nach schon Anfang Januar, also schon in ein, zwei Wochen. Und auch wenn es noch nicht offiziell ist, die Gerüchte sind sich eigentlich so einig, es ist ein offenes Geheimnis. Und wer es trotzdem nicht glauben mag, bitteschön, hier erste Fotos einer Gigabyte RTX 4070 Ti Aero. Und so langsam ist das schon seltsam, dass immer Gigabyte-Karten die ersten Modelle sind, die auftauchen. Ob das wohl Zufall ist? Und da die 4070 Ti nochmals weniger Strom benötigt als die RTX 4080,
liegt auch nur ein 2x8 Volt Stromadapter bei. Bei der 4090 waren es noch vierfach und bei der 4080 ein dreifacher Adapter. Zumindest diese RTX 4070 Ti nutzt ein sehr kurzes PCB, was ich persönlich auch richtig gut finde, da so die Luft halt direkt durch den Kühler gedrückt werden kann. Genauso übrigens wie bei der Faunus Edition, die es wohl von der 4070 Ti leider nicht geben wird, was ich schon verdammt schade finde. Jetzt guckt euch doch mal an, wie schön und elegant die Faunus Edition ist. Für mich die schönste Grafikkarte der Welt, oder? Ja, macht doch einfach mal bei der heutigen Umfrage mit, das würde ich schon mal gerne von euch wissen. Viele von euch scheuen das Nvidia Grün aber wie AMD den YouTube-Kanal das Monty. Womit wir übrigens schon beim richtigen Thema sind, denn viele von euch sind natürlich halt AMD-Liebhaber, was ich übrigens niemandem verdenken kann. Denn die 7900er Karten, die sind schon ein ziemlich schickes Stück Hardware. Mit aber einigen wenigen Nachteilen. Der wäre nämlich zum Beispiel leider auch der sehr hohe Idle-Stromverbrauch. Nicht nur bei mehreren, sondern auch bei nur einem einzigen Monitor, wo auch dann mal ebenso 40 Watt verbraucht werden können. Und bei 144 Hertz Modellen geht es gar Richtung 100 Watt und das ist natürlich völlig untragbar. Und daher hat AMD nun auch reagiert und mit dem Treiber 22.12.2 nun ein Update herausgebracht, das auch nur für die 7900er Karten bestimmt ist und den Idle-Verbrauch senken und vor allem stabilisieren soll. Denn der Verbrauch, der schwankt wohl ziemlich stark im Idle. Und der neue Treiber sorgt laut ersten Tests von Hardware Lux nun nicht nur für einen leicht niedrigeren Verbrauch von jetzt 28,8 statt bisher 36,5 Watt, sondern auch für einen massiv gleichmäßigeren Verbrauch, wie man hier ziemlich gut sehen kann. Die 28,8 Watt sind zwar immer noch kein Ruhmesblatt für AMD, das macht Nvidia auf jeden Fall deutlich besser, aber zum Beispiel Intel macht es aktuell auch immer noch deutlich schlechter. Der Weg ist auf jeden Fall der richtige und weitere Treiber-Updates werden das hoffentlich noch weiter korrigieren. Denn seien wir ehrlich, 28,8 Watt, das ist immer noch viel zu viel. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und ich war durchaus überrascht, da berichtete ich ja im letzten News-Video mal von einer Titan RTX Ada und niemand scheint es zu interessieren, denn das war das Video mit den wenigsten Klicks der letzten Wochen und ja, ich merke schon, euch interessieren glaube ich mehr die günstigeren Grafikkarten, wie zum Beispiel eine RTX 4090 Ti vielleicht, denn die schloss ich ja eigentlich aus. Der Lukas, der sieht das aber ganz anders. Ach Monty, du kennst Nvidia doch, wenn genug Platz zwischen einer Titan und 4090 ist, dann wird Nvidia doch bestimmt auch noch eine 90 Ti Version bringen. Ja, irgendwie hat der Lukas schon recht, oder? Ja, für mich hieß es eigentlich immer entweder Titan RTX oder 4090 Ti, aber ja, warum eigentlich nicht beides? Denn leistungsmäßig ist über der 4090 ja noch in Sachen Chipausbau reichlich Platz für zwei weitere Grafikkarten. Und ja, ich kenne Nvidia durchaus und das könnte Nvidia wirklich machen. Keine Ahnung, warum ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin. Und natürlich gab es auch zum letzten News-Video eine Umfrage und da ging es ja mal um mich. Denn ein Zuschauer, der meinte ja... Sie sind nervig. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Daher fragte ich euch, war Monty in seinen früheren Videos nervig? Oh, das tut weh. Die meisten, also 34%, finden, dass ich das immer noch bin. Naja, schade, aber egal, denn ihr guckt ja immerhin trotzdem zu. Aber solange ihr sachlich bleibt, schreibt mir doch bitte mal gerne in die Kommentare, was genau ihr eigentlich nervig findet. Vielleicht kann ich ja genau das, was euch nervt, ja auch abstellen. 5% fanden das früher, aber heute nicht mehr. Also habe ich mich wohl gar nicht mehr so viel verändert, wie ich dachte, im Gegensatz zu früher. 28% haben keine Ahnung. Und wie kann man keine Ahnung haben, ob mich jemand nervig findet oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber die 31% retten zumindest mein Ego ein bisschen. Sie meinen, dass ich noch nie nervig war und 2% finden mich sogar total einschläfernd. Naja, natürlich gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten auf YouTube. Einige mögen zum Beispiel die eher ruhige Art eines Chinchillis halt lieber und andere die vielleicht eher aufgeregte Art eines Montys. Recht machen kann man es sowieso nicht jedem. Aber ich selbst mag so ruhige Leute in Videos eigentlich nicht ganz so gerne. Und ich mache halt immer das, was mir selbst am besten gefällt. Denn ja, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich finde meine Videos richtig gut. So, genug der Selbstbeweihräucherung. Nun dürft ihr mich nämlich beweihräuchern. Und zwar mit Abos und Likes zu Weihnachten. Denn kommt Leute, wenigstens als Weihnachtsgeschenk könnt ihr doch mal einem Abo eine Chance geben, oder? Denn sonst wird das ja nie was mit der 250.000 Abonnenten auf YouTube. Aber vielleicht denkt ihr auch einfach...
Sie sind nervig. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls ein wunderschönes Weihnachtsfest und tolle Feiertage. Lasst euch reichlich beschenken. Wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Sorry, mehr konnte ich mir nicht leisten.